Hä, womit hast du das gemacht? Mit der Spitzhacke. Warte mal. Mir geht das nicht so schnell. Wow! Was ist das denn? Let's start again. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TerraMine mit dem lieben Gamers Toim. Hallo. Ja, und in der letzten Folge haben wir hier die Höhle ausgehoben und Kevin und ich haben uns jetzt vor der Aufnahme nochmal kurz besprochen. Wir wollen heute doch nochmal unseren Fokus ein bisschen anders legen. Und zwar haben wir uns ein bisschen erkundigt, was wir alles so machen können, und wir wollen jetzt einen Ofen craften, richtig? Ja, wir müssen dafür aber... Ach, du hast noch Fackeln, ne? Ja, pass auf. Nee, warte, ich kann mir aber Fackeln craften eben. Das ist ja wie in Terraria. Also man muss einfach Woodblöcke nehmen und das Gel von den Slimes, und dann crafte ich jetzt einfach hier mal 15 Fackeln und die nehme ich mit hoch. Dann können wir nämlich die Fackeln, die wir jetzt hier im Tunnel gesetzt haben, können wir drin lassen. Ja, genau. Dann können wir die gleich benutzen, um den Ofen zu craften. Also genau, wir haben uns da jetzt wirklich mal erkundigt. Das Modpack ist genau so. Es verhält sich wirklich, das ist einfach Terraria in Minecraft. Es ist richtig, richtig simpel umgesetzt und leicht zu verstehen. Und das, finde ich halt, ist das Besondere an diesem Modpack. Was ich nochmal sagen wollte, falls es ja Leute gibt, die das auch gerne spielen wollen, die werden bestimmt danach fragen, Zander. Ja, genau, richtig. Schreiben wir einfach beim Video, würde ich sagen, immer in die Beschreibung, wie das Modpack genau heißt im Technik-Launcher, wenn die Leute das ja, auch genau, spielen wollen. Ja, genau, richtig. Genau, genau. Mach nochmal Trouble Down voll, weil der Regen, der ist einfach übertrieben laut. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den Regen eventuell sogar... Weil ich habe keine Soundeinstellung, sodass ich... Wow, bei uns ist ein Slime im Haus. Im Haus drinne? Wie ist denn der da reingekommen? Ja, keine Ahnung, der war einfach hier drin. Du kannst doch einfach unter Optionen oben rechts Sound runterstellen. Ich habe den auf 15%. Aber dann ist der Sound im Allgemeinen so leise, weißt du? Auch die Tür und so, das finde ich immer so blöd. Ja? Ja, also ich habe jetzt Toggle Down voll gemacht. Ja, dankeschön. Okay, so, wie baut man denn jetzt einen Ofen? Warte, ich habe jetzt erstmal hier Holz geholt, das brauchen wir nämlich. So, wir müssen jetzt eine Sache austesten, weil in Terraria ist es so, du musst diese Sachen gar nicht anordnen wie in Minecraft. Kannst du mir mal 4 Fackeln geben? Dann teste ich das erstmal eben an. Ich gebe dir einfach mal 10 Stück oder so. Ah, hier 9. Okay. 9 Fackeln. So, dann komm mal mit. Wir testen das jetzt einfach erstmal nur an, ob das, wie ich das mir jetzt denke, funktioniert. Weil normalerweise muss man das dann nicht anordnen. So, wir tun jetzt das rein. Dann 4 Holz. Kannst du auch in die Werkbank reingucken? Ich kann auch in die, aber ich kann nicht gucken, wie du craftest. Das geht leider nicht. Okay, nee, man muss es anordnen. Okay, warte. Da müssen wir jetzt rumexperimentieren. Also, wie man das anordnen muss, das weiß ich natürlich nicht. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie das mit der Chest... Ich guck mal ganz kurz eben nach einer Chest. Also, ich habe hier die ganze Zeit TerraMine, habe ich da die ganze Zeit offen. Und dann gucke ich die ganze Zeit hier mal... Boah, was ist das denn? Hier ist irgendein Fehler drin in dem Wiki. Hier ist irgendein Fehler in dem TerraMine-Wiki. Okay, so kriegt man... Wie ein Fehler. Ja, ich weiß nicht, bei mir hat der gerade nicht richtig geladen. Crafting. Ich hab keinen Plan, wie wir das anordnen müssen. Ah, ich hab den Ofen. Geil. Ich hab den Ofen. Ja? Ja, ich hab ihn. Soll ich den uns erstmal craften jetzt? Ja, crafte den mal bitte. So. Warte, ich stell uns den jetzt auf. Hier direkt daneben. Jo, ah, geil. Ja, der sieht aber richtig fett aus, ne? Ja, jetzt können wir einfach, glaube ich, jetzt müssen wir aus Kupfer. Du hast Kupfer. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich hab aber. Boah, das ist echt. Man muss ein bisschen rumexperimentieren, Leute. Das ist gar nicht so leicht jetzt. Ich gucke auch gerade, das Problem ist, wenn ich jetzt in diesem TerraMine-Wiki, das verlinken wir euch auch unten mal in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann selber mal ein bisschen durchklicken, wenn ihr Bock habt. Wenn man da jetzt zum Beispiel Crafting eingibt, wie jetzt zum Beispiel bei Minecraft findet man die ganzen Crafting-Sachen, hier findet man dann Crafteos. Jetzt gehe ich auf Crafteos und da steht dann Records, bla bla bla, Record, oder der zeigt mir nicht richtig an, wie ich die Sachen craften kann. Das ist gerade ein bisschen schade. Ich hole noch mal ein bisschen Holz, weil wir werden Holz auf jeden Fall immer gebrauchen können. Okay. Man kann auch wie in Terraria diesen Hammer craften, das geht auch. Weißt du ungefähr, wie man eine Kiste craftet, ohne Witz? Ja, das ist so eine Sache, deswegen hole ich gerade Holz. Ich glaube, wir brauchen dafür Holz. Du hast das doch offen, das Wiki? Ja, ich habe das offen, aber das klappt nicht. Ich habe jetzt gerade Chest eingegeben, das hat nicht funktioniert. Okay. Das steht auch, dass das noch nicht komplett in Englisch übersetzt wurde. Und, ich denke mal, daran liegt das so ein bisschen. Oh, scheiße, jetzt habe ich hier vergessen. Dauert mega lange, immer dieses Abbauen, ne? Und da kommt ein Slime. Mach schneller! Uah! Diese Slimes, ne? Die sind so übel. Ja, wir werden jetzt direkt gucken,
dass wir uns Schwerter machen. Wir brauchen das andere Holz. Jetzt habe ich einen Dschungelbaum abgebaut. Bringt ja gar nichts. Hast du Toggle Down voll gemacht? Ja, habe ich eben eingegeben. Ich weiß nur nicht, ob's. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Nee, der hat geschrieben Toggle Down voll on. Ach, der hat das jetzt on. Ich muss jetzt. So, jetzt muss weggehen. Weil Regen ist einfach so eine ätzende Sache. Also ich persönlich mag Regen einfach gar nicht. Das ist für mich so ein. Boah, immer diese Slimes, ne? Ohne Witz. Die sind richtig kacke. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie wir die Sachen hier craften. Das ist gerade echt ein kleines. Das ist doch geil, Alter. Endlich wieder eine Herausforderung. Normalerweise kennt man jedes Minecraft-Rezept, kennt man einfach in- und auswendig. Aber hier muss man jetzt auch mal ein bisschen nachdenken. Ich werde jetzt aber trotz alledem, ich glaube, mit dem normalen Holz kann man eine Chest ganz normal craften. Gut, deswegen werde ich jetzt mal. Ups. Warte mal, so craftet man einen Stuhl? Ach, ich hab einen Tisch gecraftet. Wie geil ist das denn? Guck mal, ein Tisch. Das ist alles komplett anders. Es ist alles komplett anders. Aber du musst einfach echt mal. Ich habe ein Schwert. Wie hast du das gecraftet? Du musst einfach einen C. Mach mal einen C. Warte. Ein C, warte mal, ich guck mal, dann kann das ja sein, dass es sogar auch hier. Aber warte mal, ich habe gar nicht so viele Erze. Wie hast du das gecraftet denn, das? Das Schwert, ich habe einfach drei unten, eins dann in der Mitte, aber links, und dann wieder drei oben. Und dann hat er mir ein Schwert hier aus, Wooden Sword. Ach, okay, aus Holz, das haben wir ja schon. Geht das mit anderen Materialien nicht? Ja, wir müssen halt gucken, ich weiß nicht, wir müssen ja erstmal, irgendwie müssen wir erstmal unsere Erze eingeschmolzen bekommen. Wir haben ja Iron Ore, guck mal aber, was ich gecraftet habe. Guck mich mal an. Ja, ich sehe das schon. Mach mir das auch mal. Womit hast du das Holz gemacht? Warte, das ist aus Holz. Rüstung. Ich habe ein bisschen Holz. Ich habe einfach alles bis auf die oberste Reihe reingefüllt. Da hatte ich Schuhe. Und dann habe ich ein bisschen immer weggenommen und irgendwann kam ein Helm. Wood Helm? Nee, das war. Oh, ich habe aber nicht genug Holz dafür. Ah, ich weiß, wie wir Eisenbarren kriegen schon mal. Jetzt habe ich einen Helm. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ich bin einfach blind im warte, Spiel. Warte, ich guck mal. Ich sehe nichts mehr. So eine Scheiße. Oh Mann, es gibt einfach keinen Helm in dieser Welt, der für mich wahrscheinlich passend sein wird. Oh Mann. Ja, warte, ich besorge noch ein bisschen Holz, dann können wir noch ein bisschen weiter craften. Aber es ist schon cool, dass man mit Holz so eine Rüstung craften kann, ne? Ja. So. Sagen wir mal erstmal hier alles ein. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wie wir, ja, wie heißt es, Truhen hinkriegen, weil wir müssen alles schön einsortieren auch. Ja, wollte ich gerade sagen, aber Truhen, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich. Ich hab doch noch Holz, ne, ja. Das ist das einfach, ne, das ist, bei Terraria ist es, wird das nicht so angeordnet wie bei Minecraft, das ist dann so leicht zu verstehen, also dass man einfach sagt, okay, eine Truhe ist halt in der Mitte ist ein Loch drin und außenrum ist Holz, ja. Dann setze ich jetzt einfach da außenrum Holz hin, so in die Richtung. Ah, ich denke mal, das ist eine kleine Einarbeitungsphase und wenn wir das haben, dann werden wir das verstehen. Über unserem Haus ist übrigens ein Auge, ne? Ich bin eh gerade unten. Okay. Ich werde versuchen, noch ein bisschen Erze zu holen, weil wir müssen ja gucken, dass wir jetzt alles mit Kupfer kriegen, weil dann können wir uns Kupferrüstung machen. Oder später sogar Eisenrüstung. Okay. Es gibt auch Bögen, ne? Ja. Also muss es ja geben, weil ich habe nämlich. Es gibt auch Schusswaffen, richtige. Ich hab nämlich 36 Pfeile. Ja, es gibt auch einen Bumerang und so ein Kram. Ja, der Bumerang, den kenne ich. Den kenne ich aus Terraria. Den kenne ich. Okay, und ich werde angegriffen von Zombie. Und Kupfer, alles klar. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz gesammelt. Warte, was ist das denn hier für eine Blume? Linkroot. So, jetzt erstmal das hier weiter. Ach, ich versuche jetzt erstmal hier irgendwie. Aber die Slimes sind hier wirklich nicht so gefährlich wie in den anderen Biomen. Nee. Die machen nur ein Herz Schaden hier. Und wenn überhaupt. Was ist das denn jetzt? Stone? Wenn die überhaupt ein Herz Schaden machen. Ah, das ist Silber, ne? Was ich jetzt hier gerade wieder finde. Hatte ich davon nicht? Ja, doch. Oh, das Auge ist direkt an unserem Haus. Das Auge ist direkt an unserem Haus. Das greift mich gerade an, glaube ich. Und jetzt werde ich vom Zombie angegriffen. Zander und das Auge. Ey, hier sind zwei Augen an unserem Haus, die beobachten uns. Wir müssen auch gucken, dass wir uns ein Bett bauen vielleicht oder so, dass wir, wenn wir sterben, hier spawnen immer in unserem Haus. Ja, das stimmt. Wie baut man denn ein Bett? Wir müssen das alles herausfinden noch. Hä, aber man kann ohne Witz, ne, man kann richtig viel verschwenden hier. Ich sehe gerade, dass man ein Schwert auch anders bauen kann. Weißt du, was ich glaube? Was? Es kommt gar nicht darauf an, wie du das anordnest, sondern wie viele du da drin hast. Wie viel Holz du da drin hast. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich glaube, ich musste die Schmiede gar nicht vorhin anordnen, sondern die Ressourcen, die Schmiede benötigt, müssen alle einfach nur irgendwie in der Werkbank vorhanden sein. Genau, richtig.
Weil ich mache nämlich jetzt gerade mal einfach hier alles voll. Da müssen wir nämlich gucken, einfach was für Materialien die Truhe benötigt. Wir müssen uns das dann aufschreiben. Was ist denn eine Woodpile? Woodpile? Das ist eine Stütze, glaube ich. Ja, ich habe hier nämlich eine Woodpile. Die können wir einfach bauen, indem du das... das kostet jetzt zu viel Holz. Indem du das Ganze alles vollknallst. Komplett. Das nehme ich jetzt raus. Ich nehme das jetzt alles mal nach und nach raus. Ja. Dann gucke ich mal. Es kommt wirklich nur auf die Anzahl der Items an. Wie oft du etwas... Ich kann Bogen craften. Wooden Bow. Okay. Ich habe mir einen Bogen gecraftet jetzt. Oh, hier ist nochmal Silber, glaube ich. Und so craftet man Türen. Du musst einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, genau, okay. Und egal, wie die angeordnet sind, kriegst du immer eine Tür, ne? Alles egal. Ich kann jetzt hier auch einen Wooden Hammer. Ja, den Hammer, habe ich ja gesagt, gibt's auch. Ist das nicht, um Steine schneller zu zerkloppen? Nee, damit kannst du eigentlich Sachen eher formen und abbauen und so. Okay, hier, so craftet man Stühle, okay. Ich mach mal eben kurz zwei Stühle, weil wir haben ja gesagt, wegen den Einrichtungsgegenständen, wegen den, vielleicht, dass dann Villager oder so hier einziehen, ne? Ich mach das mal ganz kurz eben. Alles klar, und hier bei uns am Haus rennen die ganze Zeit hier, Dingens rum. Ich bin gerade uns Slimes. Erze besorgen. Okay, ich gehe nochmal kurz raus, ich mach die Slimes nochmal im Platt, weil... Und hol nochmal eben Holz. Also Holz, ey, das ist echt hier richtig rar. Ja, ich glaube, da müssen wir... Du kriegst auch aus den, Bäumen, kriegst du so Eichen raus. Die musst du einfach in den Boden setzen, da wachsen da neue Bäume. Ich glaube, ich hab sogar 17 in dem Inventar. Die pflanze ich gleich alle. Ich bin mit dem Bogen richtig schlecht. Ich werde von dem Auge jetzt angegriffen. Das Auge greift mich an. Das Auge, ich bin fast tot. Ich habe nur noch 2,5 Herzen. Ich muss sofort ins Haus rein. Oh Gott. Zander haut das Auge. Oh Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott. Boah, ich hab schon richtig viel Gold. Oh, okay, ich hab's geschafft. Boah, was eine Scheiße, ey. So. Oh, hier unten ist ein roter Slime. Oh Gott, ich will nicht, dass er mich einmal trifft. Wenn er mich einmal trifft, ich glaube, das ist ein richtig böser Slime. Ey, nee. Geil, du kannst aus diesem Rich Mahagoni-Holz, ne? Ey, Kevin, hör mir mal ganz kurz zu. Du kannst aus diesem Mahagoni-Holz, aus diesem roten, ne? Ja. Kannst du normales Holz machen. Lol, ich hab eine Truhe gefunden mit einer Ice Rod drinne. Okay. Und Dynamit ist da drinne, Junge. Boah, warte, zünde das bloß nicht. Ich will das sehen. Ey, ich hab eine goldene Truhe gefunden, die kann ich sogar aufbauen. Wir haben hier eine Mine. Ich hab eine Mine uns freigebuddelt. Stimmt, wie blöd wir einfach sind. Wir haben doch gerade in einer Höhle, haben wir doch Kisten gefunden. Warum haben wir die nicht einfach abgebaut? Ja, wir sind eigentlich richtig hohl. Wir sind richtig hohle Nüsse. Wir sind richtige taube Nüsse. Ey, komm mal runter. Und dann rechts ist ja dieser lange Gang. Da musst du reingehen. Folg dem einfach. Ey, rechts ist der lange Gang. Ja, ich höre hier Spinnen. Warte, ich komme. Ich komme erst, weil ich hol dich dazu. Ja, warte, ich komme gerade runter. Ich bin schon auf dem Weg nach unten. Ich habe gerade mit dem Bogen geschossen. Das ist was ganz anderes. Krass. Was? Ich habe einen Zauberstab, mit dem kann ich uns einfach Blöcke machen. Nee. Echt jetzt? Ohne Witz? Hier, warte. Warte, ich komme. Bin fast da. Hier, pass auf. Hä? Was ist das? Das sind Eisblöcke. Gib mir den mal, ich will auch mal. Ich kann damit einfach Eisblöcke zaubern, den habe ich gefunden. Richtig geil, Alter. Was denn? Ey, ohne Witz, das ist ja... Alter, jetzt machst du den ganzen Gang voll, jetzt müssen wir alles wieder abbauen, ey. Ey, aber damit können wir uns Wege und so machen. Also... Alter, wie schnell. Das ausrastet. Junge. Warte mal, dann will ich auch mal machen, ey. Hä, womit hast du das gemacht? Mit der Spitzhacke. Warte mal. Mir geht das nicht so schnell. Wow! Boah, Junge, das ist Dynamit, Junge. Boah, Alter. Alter Schwede. Junge. Ey, ich hab gedacht, das sprengt nur einen Block weg. Das sprengt den Gang. Ich war fast tot, ey. Ohne Scheiße. Ist das sofort gezündet? Ja, warte, hier, pass auf. Ich schmeiß noch mal eins. Pass auf, warte, da hinten. Boah.
Junge, wie viele hast du davon? 16 Stück noch. Boah, richtig gut, Junge. Damit können wir einfach richtig viel... Was ist das denn? Ey, hier, guck mal, was ist das denn? Ja, das ist Saphir. Warum sammelst du es nicht ein? Ja, weil ich wollte erstmal zurück, damit du das alles siehst und so. Boah, wie geil ist das denn? Ey, Junge, das Modpack ist einfach so deluxe, ne? Hier sind Schienen. Wo bist du hin? Hier, ich bin hier gerade... Ey, hier ist eine ganze Mine. Ja, sollen wir die Schienen abbauen? Brauchen wir die? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber da hinten sind schon Spinnennetze, sehe ich gerade. Warte mal. Ich hab jetzt diesen Eisstab. Hier ist Kupfer. Jetzt müssen wir... Da-da-da! Geil, man kann einfach Wasser und so unterbrechen Eisstab, das ist richtig. Die Spinnennetze müssen wir mitnehmen, davon können wir für Bögen, glaube ich, brauchen wir das oder so. Für irgendwas haben wir die gebraucht Bett, glaube ich. Ich habe Bögen einfach mit dem Ding ins gekraftet. Jetzt habe ich hier Schnüre auch bekommen noch, glaube ich, oder du hast die, ich weiß es nicht. Nee, ich habe einen Diamant, ne? Echt? Ja, ich habe einen Diamant. Hier, guck. Oh, Entschuldigung, da. LOL. Du hast einen Diamant gefunden. Sammel den mal ein. Wo habe ich den gefunden? Weiß ich nicht. Guck mal hier, die Kiste. Und die sind unterschiedlich groß, ne? Du hast echt einen Diamond. Krass. Ja, woher sind die gut, die Diamonds? Ja, daraus kann man dann die besten Rüstungen machen und so. Komm, wir nehmen die Kiste mit. Hast du noch Fackeln? Ja, ich habe noch welche. 16 Stück. Okay. Ja, ich habe auch noch voll viele. Ich würde sagen, wir gehen hier hinten mal lang noch. Vielleicht ist da was. Ich habe vorhin nämlich Spinnen gehört hier. Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Boah, ohne Witz. Warte kurz. Ich mach hier. Richtig gut, der Zauberstab, ey, der ist einfach Bombe. Okay, also Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann... Ach, die lösen sich auf, die Blöcke. Ja. Die lösen sich nach der Zeit auf. Warte mal, aber dann können wir... Du hast dich da jetzt gerade ins Wasser reingelegt, wo du geschwommen bist. Ja, das macht er immer. Ich glaube, hier ist ein Spawner. Hier ist ein Spawner. Ja, aber soll... Warte, ich will die Folge gleich beenden. Einen Moment. So, alles klar. Okay, gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall beim Kevin vorbei. Wie gesagt, alle weiteren und wichtigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich baue das hier mal ganz schnell eben noch zu, bevor die hier... Kevin, komm schnell zurück, komm. Oh Gott! Oh nein. Oh, der hat mich vergiftet. Okay, also Leute, wenn es euch, wie gesagt, Spaß gemacht hat, dann lasst eine positive Bewertung da vorbei. Alle Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao! Tschüss!